Hallo zusammen, hier ist wieder euer Channel Antosch wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns das Rätsel anschauen rund um das Ereignis Geheimnisse von Azeroth und zwar den dritten Tag. Dafür gibt es auch ein kleines Achievement und zwar hier Kriminalgeschichte. Die anderen Teile habe ich auch schon aufgenommen, falls ihr die sucht. Da habe ich einmal für den ersten Tag quasi ein Achievement-Guide aufgenommen. Weil da gibt es halt ein anderes Achievement für den ersten Tag Wispykrieg und für den zweiten Teil habe ich einen Toy-Guide aufgenommen, weil es da halt ein Toy gibt. Diesmal machen wir das quasi jetzt in einem normalen Video einfach nur für diesen Tag. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir da einmal rein. Übrigens, wenn ihr am Ende alle Rätsel machen wollt, das könnt ihr dann nämlich auch nach dem Event noch machen, werde ich ein Komplettvideo erstellen für alle Rätsel, also... Ne, wenn ihr das alles komplett machen wollt, könnt ihr auch warten, bis das Event zu Ende ist und dann einmal das Komplettding durchmachen. Das wird dann aber ein bisschen dauern, weil die Rätsel doch immer ein paar Minuten dauern. Gut, dann schauen wir rein in den dritten Tag, also in das vierte Rätsel. Dann schauen wir uns das Rätsel des dritten Tages an. Und zwar müssen wir wieder zu dem bekannten Spot. Und zwar einmal sind wir im gerösteten Geißbock zurück. Hier ist es jetzt so, dass wir wieder mit dem Bobby quatschen müssen. Der hat nämlich eine neue Quest für uns. Und die nehmen wir jetzt einmal an. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zu der Dame, wo wir schon die Denkkappe herbekommen haben. Also das Ding hier, die ich immer noch aufgesetzt habe. Das ist das Toy, das man sich am zweiten Tag quasi erspielen konnte. Und mit der quatschen wir jetzt einmal. Und da bekommen wir zwei Items. Und zwar einmal eine Notiz und dann haben wir hier noch einen Schlüssel. Sobald wir die beiden Items haben, können wir zurück zum gerüsteten Geißbock. Und jetzt müssen wir in den, in den ersten Stock hoch. Und da haben wir dann einmal eine Kiste, die ist hier hinter dem Bett. Und da können wir quasi unseren Schlüssel verwenden. Die können wir aufmachen und kriegen dann ein Item. Das Grabesbanner der Maruk. Und jetzt müssen wir zu einem NPC weiter. Den Mob, den wir brauchen, der befindet sich in Waldracken, hier auf den Koordinaten 62, 74. Und ja, der ist einfach hier in dem kleinen Gebäude drin. Mit dem quatschen wir jetzt mal. Diesen Langfinger. Und da haben wir eine Dialogoption. Und wenn wir die einmal drücken, dann kriegen wir eine Quest. Und die Quest, die nehmen wir jetzt einmal an. Und jetzt müssen wir... bringt das Grabesbanner zurück. Okay, das ist jetzt unsere Quest. Und naja, wir müssen es halt zurückbringen, heißt, wir müssen an den gleichen Spot zurück, dementsprechend hier wieder auf die Kiste klicken, dann das Grabesbanner da wieder reinlegen und jetzt haben wir die Quest fertig und können die dementsprechend wieder bei der Goblin-Dame abgeben, wo wir ursprünglich den Schlüssel bekommen haben. Also, da sind wir jetzt auch wieder und zwar hier unten, da seht ihr das, haben wir das Quest-Symbol und dort geben wir das Ding jetzt einfach ab. Und ja, damit haben wir jetzt den... Achso, wir haben hier so einen Fortschritt gekriegt, das ist aber uninteressant, aber hier auch für den dritten Tag bzw. das vierte Rätsel dementsprechend auch abgeschlossen. Mehr ist es tatsächlich auch nicht. Sudala, das war's eigentlich auch schon. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.